Herkese merhaba. Dialoge auf Deutsch, Almanca Diyaloglar bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde yolda karşılaşan iki kişinin arasında geçen bir yol tarifi diyalog örneği göreceğiz. Hallo, Entschuldigung, wie kommt man zum Kunstmuseum? Hallo, das Kunstmuseum? Moment, mal überlegen. Ja, okay. Meine Freunde warten dort auf mich und ich habe mich ziemlich verspätet. Tekrar edelim. Hallo, Entschuldigung, wie kommt man zum Kunstmuseum? Hallo, das Kunstmuseum? Moment, mal überlegen. Ja, okay. Meine Freunde warten dort auf mich und ich habe mich ziemlich verspätet. Aber warte mal, wo ist denn der? Gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Zu Ihrer Rechten werden Sie eine große Skulptur sehen. Ja, ich kann mich an diese Skulptur erinnern. Tekrar edelim. Gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Zu Ihrer Rechten werden Sie eine große Skulptur sehen. Ja, ich kann mich an diese Skulptur erinnern. Biegen Sie links ab und gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Sie kommen an einen Kreisverkehr. Ja, der Kreisverkehr mit den vielen Autos. Wenn Sie den Kreisverkehr erreichen, überqueren Sie die Straße bei der Ampel und gehen weiter geradeaus. Tekrar edelim. Biegen Sie links ab und gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Sie kommen an einen Kreisverkehr. Ja, der Kreisverkehr mit den vielen Autos. Wenn Sie den Kreisverkehr erreichen, überqueren Sie die Straße bei der Ampel und gehen weiter geradeaus. Ich überquere die Straße. Auf Ihrer linken Seite werden Sie einen Park sehen. Gehen Sie 200 Meter am Park vorbei. Okay. Tekrar edelim. Ich überquere die Straße. Auf Ihrer linken Seite werden Sie einen Park sehen. Gehen Sie 200 Meter am Park vorbei. Okay. Sie werden auf ein großes historisches Gebäude stoßen. Dies ist das Universitätsgebäude. Okay. Biegen Sie rechts ab, an der Universität vorbei und gehen Sie etwa 150 Meter. Tekrar edelim. Sie werden auf ein großes historisches Gebäude stoßen. Dies ist das Universitätsgebäude. Okay. Biegen Sie rechts ab, an der Universität vorbei und gehen Sie etwa 150 Meter. Ich glaube, das Museum befindet sich dort. Auf der rechten Seite werden Sie eine kleine Kirche und auf der linken Seite einen großen Springbrunnen sehen. Gehen Sie weiter. Tekrar edelim. Ich glaube, das Museum befindet sich dort. Auf der rechten Seite werden Sie eine kleine Kirche und auf der linken Seite einen großen Springbrunnen sehen. Gehen Sie weiter. Und ist das Museum dort? Wenn Sie noch 200 Meter gehen, stoßen Sie auf das Museum. Das Museum ist sehr weit weg von hier und es hat angefangen zu regnen. Es ist wohl besser, wenn ich ein Taxi nehme. Wo ist der Taxistand? Tekrar edelim. Und ist das Museum dort? Wenn Sie noch 200 Meter gehen, stoßen Sie auf das Museum.
Das Museum ist sehr weit weg von hier und es hat angefangen zu regnen. Es ist wohl besser, wenn ich ein Taxi nehme. Wo ist der Taxistand? Der Taxistand? Mal nachdenken. Ach ja, gleich da vorne ist ein Taxistand. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nicht zu danken. Einen schönen Tag noch. Tekrar edelim. Der Taxistand? Mal nachdenken. Ach ja, gleich da vorne ist ein Taxistand. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nicht zu danken. Einen schönen Tag noch. Tekrar edelim. Hallo, Entschuldigung, wie kommt man zum Kunstmuseum? Hallo, das Kunstmuseum? Moment, mal überlegen. Ja, okay. Meine Freunde warten dort auf mich und ich habe mich ziemlich verspätet. Tekrar edelim. Hallo, Entschuldigung, wie kommt man zum Kunstmuseum? Hallo, das Kunstmuseum? Moment, mal überlegen. Ja, okay. Meine Freunde warten dort auf mich und ich habe mich ziemlich verspätet. Gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Zu Ihrer Rechten werden Sie eine große Skulptur sehen. Ja, ich kann mich an diese Skulptur erinnern. Tekrar edelim. Gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Zu Ihrer Rechten werden Sie eine große Skulptur sehen. Ja, ich kann mich an diese Skulptur erinnern. Biegen Sie links ab und gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Sie kommen an einen Kreisverkehr. Ja, der Kreisverkehr mit den vielen Autos. Wenn Sie den Kreisverkehr erreichen, überqueren Sie die Straße bei der Ampel und gehen weiter geradeaus. Tekrar edelim. Biegen Sie links ab und gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Sie kommen an einen Kreisverkehr. Ja, der Kreisverkehr mit den vielen Autos. Wenn Sie den Kreisverkehr erreichen, überqueren Sie die Straße bei der Ampel und gehen weiter geradeaus. Ich überquere die Straße. Auf Ihrer linken Seite werden Sie einen Park sehen. Gehen Sie 200 Meter am Park vorbei. Okay. Tekrar edelim. Ich überquere die Straße. Auf Ihrer linken Seite werden Sie einen Park sehen. Gehen Sie 200 Meter am Park vorbei. Okay. Sie werden auf ein großes historisches Gebäude stoßen. Dies ist das Universitätsgebäude. Okay. Biegen Sie rechts ab, an der Universität vorbei und gehen Sie etwa 150 Meter. Tekrar edelim. Sie werden auf ein großes historisches Gebäude stoßen. Dies ist das Universitätsgebäude. Okay. Biegen Sie rechts ab, an der Universität vorbei und gehen Sie etwa 150 Meter. Ich glaube, das Museum befindet sich dort. Auf der rechten Seite werden Sie eine kleine Kirche und auf der linken Seite einen großen Springbrunnen sehen. Gehen Sie weiter. Tekrar edelim.
Ich glaube, das Museum befindet sich dort. Auf der rechten Seite werden Sie eine kleine Kirche und auf der linken Seite einen großen Springbrunnen sehen. Gehen Sie weiter. Und ist das Museum dort? Wenn Sie noch 200 Meter gehen, stoßen Sie auf das Museum. Das Museum ist sehr weit weg von hier und es hat angefangen zu regnen. Es ist wohl besser, wenn ich ein Taxi nehme. Wo ist der Taxistand? Tekrar Und ist das Museum dort? Wenn Sie noch 200 Meter gehen, stoßen Sie auf das Museum. Das Museum ist sehr weit weg von hier und es hat angefangen zu regnen. Es ist wohl besser, wenn ich ein Taxi nehme. Wo ist der Taxistand? Taxistand? Mal nachdenken. Ach ja, gleich da vorne ist ein Taxistand. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nicht zu danken. Einen schönen Tag noch. Tekrar Taxistand? Mal nachdenken. Ach ja, gleich da vorne ist ein Taxistand. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nicht zu danken. Einen schönen Tag noch. Tekrar Hallo, Entschuldigung, wie kommt man zum Kunstmuseum? Hallo, das Kunstmuseum? Moment, mal überlegen. Ja, okay. Meine Freunde warten dort auf mich und ich habe mich ziemlich verspätet. Gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Zu Ihrer Rechten werden Sie eine große Skulptur sehen. Ja, ich kann mich an diese Skulptur erinnern. Biegen Sie links ab und gehen Sie bis zum Ende dieser Straße. Sie kommen an einen Kreisverkehr. Ja, der Kreisverkehr mit den vielen Autos. Wenn Sie den Kreisverkehr erreichen, überqueren Sie die Straße bei der Ampel und gehen weiter geradeaus. Ich überquere die Straße. Auf Ihrer linken Seite werden Sie einen Park sehen. Gehen Sie 200 Meter am Park vorbei. Okay. Sie werden auf ein großes historisches Gebäude stoßen. Dies ist das Universitätsgebäude. Okay. Biegen Sie rechts ab an der Universität vorbei und gehen Sie etwa 150 Meter. Ich glaube, das Museum befindet sich dort. Auf der rechten Seite werden Sie eine kleine Kirche und auf der linken Seite einen großen Springbrunnen sehen. Gehen Sie weiter. Und ist das Museum dort? Wenn Sie noch 200 Meter gehen, stoßen Sie auf das Museum. Das Museum ist sehr weit weg von hier und es hat angefangen zu regnen. Es ist wohl besser, wenn ich ein Taxi nehme. Wo ist der Taxistand? Taxistand? Mal nachdenken. Ach ja, gleich da vorne ist ein Taxistand. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nicht zu danken. Einen schönen Tag noch. In dieser Lektion haben wir ein Beispiel für einen Wegbeschreibungsdialog zwischen zwei Personen, die sich auf der Straße begegnen, gezeigt. Auf Wiedersehen, bis zu einer anderen Dialoge auf Deutschlektion.